So, ich möchte euch hier einmal zeigen, wie man relativ einfach solche Tüten falten kann, die man als Geschenktüten benutzen kann. Und zwar ist das auch ein schönes Upcycling-Projekt für alte Bücher. Beispielsweise habe ich mir aus unserer Bücherei hier ausgemusterte Exemplare geholt. So, um das zu demonstrieren, nehme ich aber ein grünes Blatt Papier. Da sieht man das vielleicht besser. Ich falte zunächst von der unteren Seite etwa 1 bis 2 cm um. Das wird eine Verstärkung hier oben für den Rand. Und das klebe ich dann fest. Dazu kann man Klebestift nehmen oder auch Flüssigkleber, je nachdem, was man gerade da hat. So. Klebestift ist in der Regel besser, aber ich nehme jetzt mal den Flüssigkleber. So, den oberen Rand drehe ich dann auch nach oben. Und dann falte ich das Ganze so von rechts nach links und von links nach rechts mit einem Überlapp zusammen, den ich wieder mit Kleber fixiere. So, auch hier. Ja. So. Okay. Gut, soweit so gut. Ich habe hier oben meinen verstärkten Rand. Und jetzt falte ich den Boden ein Stückchen um. Je mehr ich falte, desto breiter wird nachher meine Tüte. So, und das, was ich gerade umgefaltet habe, falte ich dann folgendermaßen auf. So, ich hoffe, das kann man sehen. So, dass der Knick von rechts hier in der Mitte zum Liegen kommt und ein Dreieck entsteht. Und links auch hier ein Dreieck entsteht. So, einmal, zweimal. Und dann falte ich von oben nach unten. Unten nach oben, den Boden zusammen. Das fixiere ich mit etwas Klebeband. So. Und dann habe ich schon das meiste fertig. Gut, nun an dieser und an dieser Stelle falte ich meine Tasche nochmal zusammen. Dann kann ich sie hinterher nachher besser aufklappen. Einmal so und einmal in die andere Richtung. So, das falte ich auf und nochmal von der anderen Seite. Dazu klappe ich den Boden um und falte nochmal hier rüber. So, das war's schon. Kann ich das Ganze, ja, ihr seht, ein Klebestift ist wahrscheinlich wirklich besser. Jetzt kann ich das Ganze auffalten. So. Und schon habe ich eine Geschenktasche. Wie gesagt, mit alten Büchern, alten Buchseiten, irgendwas, was schön bunt ist, sieht das noch besser aus. Ja, viel Spaß beim Nachbasteln.